Hi Leute, hier ist eure ScarletArisa zu einem lang erwarteten und heiß ersehnten Let's Play, nämlich dem zu Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich begrüße euch herzlich zu diesem Projekt heute am 5. Dezember, dem Tag, an dem Kingdom Hearts 2.5 HD Remix endlich in Europa erschienen ist und auch zum Start von diesem Let's Play, diesem Part 1, diesem obligatorischen, wunderschönen Part 1, auf den ich mich so lange so sehr gefreut habe. Und wir werden gleich, nachdem ich noch ein paar kleine Takte gesagt habe, in ein neues Spiel starten. Allerdings wird es nicht so lang werden wie bei Kingdom Hearts 1.5, wo ich damals extrem lange geschwafelt habe. Ich werde mich beeilen. Ach so, im Übrigen, ich werde momentan nur Kingdom Hearts 2 Final Mix machen. Diejenigen, die also die anderen Contents von Kingdom Hearts 2.5 sehen wollen, wie zum Beispiel Birth by Sleep Final Mix und Recoded, die müssen sich leider woanders umsehen, weil ich gesagt habe, ich mache zuerst nur Kingdom Hearts 2. Was Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix angeht, weiß ich aber jemanden, der das heute parallel mit mir starten wird. Ich weiß nicht, ob der Part 1 zu dem Zeitpunkt schon oben sein wird, aber der gute Evo Games EP, Kollege von mir, mit dem ich jetzt in letzter Zeit ein bisschen öfter geredet habe, er war auch in meinem letzten Infovideo am 30.11. dabei, der startet heute auch Birth by Sleep, sofern Part 1 schon oben ist, werde ich es in die Beschreibung verlinken, und wer tatsächlich nicht warten kann, bis ich irgendwann mal Birth by Sleep Final Mix mache, was sehr lange dauert, kann das ja vielleicht mal bei ihm oder bei einem Let's Player seiner Wahl gucken. Ist nur ein Vorschlag, müsst ihr nicht machen. Jedenfalls, wir gehen jetzt auf ein neues Spiel. So, was ist das Besondere an Kingdom Hearts 2 und Kingdom Hearts 2 Final Mix? Kingdom Hearts 2 ist der zweite nummerierte Titel der Kingdom Hearts Reihe. In der Timeline, von der Timeline her, es ist der fünfte Titel. An sich ist die Timeline ja bis zu diesem Punkt Birth by Sleep, Kingdom Hearts 1, Re:Chain of Memories, Days und dann KH2. Allerdings ist KH2 der dritte Titel von Kingdom Hearts, der überhaupt erschienen ist. Ursprünglich erschien Kingdom Hearts 2 im Jahre 2005 für die PlayStation 2 und erschien dann nochmal als Kingdom Hearts 2 Final Mix 2007, allerdings nur in Japan. Ich musste gerade überlegen, 2006 oder 2007. 2007. Und was ist das Besondere an KH2 Final Mix? Nun, im Gegensatz zum originalen PlayStation 2-Titel hat KH2 Final Mix, das originale KH2 Final Mix, mehrere zusätzliche Secret-Bosse bekommen, beziehungsweise die sogenannten Data Battles. Dazu sage ich dann was, wenn wir an entsprechender Stelle sind. Und das ist auch das erste Spiel, das offiziell einen Veteranen-Modus bekommen hat, beziehungsweise Critical Mode im Englischen. Das wurde dann für spätere Kingdom Hearts-Titel übernommen. Allerdings muss ich auch sagen, ich werde nicht im Veteran-Modus spielen in diesem Let's Play, sondern auf Profi. Und ich werde mir allerdings eine kleine Challenge setzen, da ich nicht Critical mache. Ich habe von vielen Seiten gehört, ach, mach doch bitte Critical. Und ich dachte mir so, nee, ich möchte das Spiel schaffen und ich möchte mir nicht 3 neue Controller kaufen müssen, weil ich so ziemlich jeden an die Wand pfeffern würde. Deswegen habe ich gleich gesagt, okay, ich mache Profi. Und ich werde es so machen, ich werde storyintern nur den Königsanhänger benutzen. Das bedeutet Soras Standardwaffe. Und außer, achso, dazu muss ich noch was sagen, das mit dem Kingdom Key, also mit dem Königsanhänger, das betrifft nicht die Drive-Form. Für diejenigen, die Kingdom Hearts 2 kennen, Drive-Form sollte euch Begriff sein. Für diejenigen, die Kingdom Hearts 2 oder Kingdom Hearts 2 Final Mix nicht kennen und sich damit nicht auskennen und das alles hier blind gucken, das ist ein späteres Spielfeature, was andere Waffen mit einschließt, und deswegen möchte ich da eine andere Waffe verwenden. Die kann ich dann wiederum frei wählen. Aus allen, die dann in mein Repertoire kommen. Drohnheit und Goofy sowie Ausrüstung, das bleibt alles. Das mache ich alles. Das wird alles reinkommen im Profi, keine Frage. Und wenn ich den storyinternen Endboss besiegt habe, bei den Secret-Bossen und so weiter, halt alles, was ich nach dem Final-Boss noch machen kann, da werde ich es so machen, das werde ich auch Kingdom Key Only versuchen. Und sollte ich scheitern, dann darf ich so nach dem gefühlten ersten Mal, wo ich den Controller an die Wand geschmissen hätte, es dann auch nochmal versuchen mit anderen Waffen. Das schließt im Übrigen alle neuen Gegner des Final Mix ein. Das schließt allerdings nicht den Haupt-Secret-Boss ein, der im originalen KH2 dabei war. Ich erwähne hier jetzt extra keine Namen für diejenigen, die blind gucken. Und ich denke mal, ich kann mit dieser Challenge eigentlich ganz gut leben. Man hat ja gesehen, dass ich mich in Kingdom Hearts 1 ziemlich gut angestellt habe. Und ich denke mal, ich kann mir das zutrauen. Für Veteran halte ich mich nicht für geeignet. Gerade auch in einem Let's Play nicht. Ich möchte auch nicht zu viel fluchen. Und ich denke, ein hoher Schwierigkeitsgrad mit stärkeren Gegnern, der das geheime Ende erleichtert freischaltet, das ist doch perfekt für uns. Ich denke mal, damit können wir starten. Was wir jetzt auch tun werden. Was das Opening angeht, werde ich es gleich so machen. Es kommt gleich eine ganz kurze Cutscene, in der geredet wird. Die werde ich drin lassen. Danach das Opening werde ich rausschneiden und dann werde ich wieder reinschneiden in den Moment, wo wir dann wieder anfangen. Deswegen, wir starten jetzt auf Profi. Lang erwartet, heiß ersehnt und ich freue mich. Ich freue mich heute hier am 5. Dezember 2014 mit Kingdom Hearts 2.5 endlich KH2 Final Mix anzufangen. So, Vibrationsfunktion, ach, das mache ich doch immer gerne an. So, wir beginnen jetzt ein neues Spiel mit diesen Einstellungen. Schwierigkeitsgrad Profi. Hier bitte noch in Klammern denken, Kingdom Key Only. Und dann Vibrationen an. Und damit geht es endlich los. Kingdom Hearts 2, oh, wie ich mich freue. A scattered dream that's like a far-off memory. A far-off memory that's like a scattered dream. I want to line the pieces up. Yours and mine. You have arrived. I've been to see him. He looks a lot like you. I'm what's left. Or maybe I'm all there ever was. My name is of no importance. What about you? Do you remember your true name? Sora? Give me a break, I... Giving up already? If there are any other worlds out there, why did we end up on this one? This world has been connected. Well, who's there? Tied to the darkness. Sora, don't ever change. The door has opened. What? You understand nothing. Sora. So Leute, ich konnte leider nicht den Mund aufmachen bis jetzt, aber nun sind wir hier in einem netten kleinen Zimmer am Anfang von Kingdom Hearts 2. Wer ist das denn? Another dream about him. Und da sind wir in Twilight Town. Hier beginnt unsere nette Reise in Kingdom Hearts 2 Final Mix. Allerdings, wer war dieser Junge? Der sah nicht aus wie Sora. Mal sehen, was draus wird. Das scheint unser Hauptcharakter zu sein. Ich tue das hier gerade so pseudo-blind kommentieren. Und das hier ist der erste Tag. Man, doesn't that tick you off? Yeah, that's just wrong. Cypher's gone too far this time. I mean, it's true that stuff's been stolen around town, and we've got a score to settle with Cypher and everything. So, if he wants to think we did it, I can't really blame him. See, that's not what really bugs me. What really bugs me is that he's going around telling everybody we're the thieves. Now the whole town and their mothers are treating us like the Klepto Club. Have you ever been this ticked off before in your life? Because I haven't. Nuh-uh. Never. Now, what to do? We could find the real thieves. That would set the record straight. Hey, that sounds fun. But what about Cypher? First, we gotta clear our names. Once we find the real culprit, everyone will get off our backs. Oh no! They're gone! Are gone! Huh? Was? Was ist weg? Erklär mir das doch mal bitte. What? Wer ist weg? Was ist weg? Gone? You can't say, why not? But you do understand what I'm saying, right? Are gone. Stolen. And not just the word. They stole it, too. What kind of Ein Wort? Seifer could never have pulled that off. Yeah, alright, time for some recon. Alles sehr mysteriös. Sehr, sehr mysteriös. Was ist denn jetzt los? Huh? Doubtless he'll awaken very soon. Huh? Roxas, come on. Ah, wir haben gerade den Namen unseres werten Hauptcharakters erfahren. Und jetzt sind wir gerade an einem anderen Ort in Twilight Town. Hier drüben! So, und jetzt sind wir das erste Mal befähigt, etwas zu steuern. Damit sind wir jetzt wirklich im Spielgeschehen von Kingdom Hearts 2 Final Mix. Das hier ist Roxas. Unser, ja, Hauptcharakter, mehr oder weniger, zumindest das erste. Und wir sind in Twilight Town, wir sind ein normaler Junge aus Twilight Town, nur, wo ist Sora? Was ist überhaupt passiert? Und bewege den linken Stick bis zum Anschlag, damit Roxas läuft. Bewegst du den Stick nur leicht, geht Roxas langsamer. Springe mit Kreis. Gehe zum Rüstungsladen. Wenn du nicht weißt, was du als nächstes tun musst, drücke Start, um dein Ziel anzuzeigen. Ja, es ist jetzt folgendermaßen, wir kriegen jetzt ein Tutorial gesagt, so wie das Tutorial uns sagte, ein wenig bewegen, wir laufen, ansonsten rennen wir und wir springen und wir können hochspringen und wir können gut springen. Der Sprung sieht sogar halbwegs passabel aus. Ja, und das ist unser guter alter Roxas und hier mit Select können wir dann auch nochmal in die Ego-Perspektive. Und da vorne sehen wir seine drei Freunde. Seine drei besten Freunde. Ich kann ja schon mal ein wenig vorausgreifen. Der Blonde ist Hayner. Der Schwarzhaarige mit dem roten T-Shirt, das ist Pence. Und das Mädchen ist Olette. Oder auch, wie manche manchmal zu mir gesagt haben, sie haben statt Olette Omelette verstanden. Ja, kein Witz. Und ja, wir sind hier in Twilight Town. Wir sollen jetzt zum Rüstungsladen gehen. Und was hat es wohl alles auf sich? Und warum ist Roxas da an diesem üblichen Treffpunkt, wo sie rumhängen, zusammengebrochen? Und wer war das, der meinte, sein Herz kehrt zurück und er wird bald erwachen? Alles äußerst mysteriös. Aber es wird sich alles sehr bald klären. Berührst du im Sprung oder im Fall die Kante eines Gebäudes, kannst du dich festhalten und hochziehen. Wende diese Technik an, um Zugang zu verschiedenen Orten zu bekommen. Ja, das kennen wir auch schon. Dann wollen wir mal mit der Suche anfangen. Hey, Roxas! Hätte nie gedacht, dass du sowas machen würdest. Wir haben nichts gestohlen, klar? Ich würde euch ja gerne glauben, aber wer sonst würde das denn stehlen? Was denn? Als ob ihr das nicht wüsstet, also ich werde es euch sagen. Ich werde es euch nicht sagen. Geht und fragt beim Accessoireladen. Sehr mysteriös. Na los, Roxas, frag sie. Also, um mal jetzt die Situation noch ein wenig weiter aufzuklären. Wir sind jetzt hier in Twilight Town und Seifer und seine Bande, die lernt ihr später noch kennen, die sagen, wir wären Diebe von etwas und wir hätten alles von diesem Dingsbums geklaut. Und nicht nur das, sondern auch das Wort. Keiner kann mehr das Wort sagen, was äußerst mysteriös und seltsam und komisch ist. Also wirklich extrem komisch. Situationskommandos werden verwendet, um der Situation angemessene Aktionen auszuführen. Geht zum Accessoireladen, woraufhin das Situationskommando Sprechen erscheint, um mit der Ladenbesitzerin zu reden. Sprich mit der Besitzerin. Das können wir auch mit Olette machen. Wenn du in der Stadt irgendwelche interessanten Orte findest, sieh dich gut um. Vielleicht stößt du auf Informationen, die uns weiterbringen können. Ja, ja, das sind so diese typischen Tutorial-Sachen. Und ich muss mich mal kurz zur Seite drehen. Einen Moment. Ich hab schon wieder Husten. Beziehungsweise die Luft macht mich hier. Die ist so trocken wegen der Heizung. Es ist ja jetzt momentan Winter und draußen sind minus 5 Grad und das ist... Bah. Naja, jedenfalls, ich freue mich einfach nur KH2 zu spielen. Ich bin deswegen ein wenig aufgeregt, entschuldigt das bitte. Und ich freue mich so, als Roxas spielen zu dürfen. Yay! Ich werde das hier genießen, die nächsten Parts. Und für diejenigen, die jetzt hier blind zu gucken, KH2 nicht kennen. Hey, wer ist dieser Spinner? Wo ist Sora? Findet ihr noch heraus. Keine Angst. Folgt einfach der Story und lasst euch leiten. So, dann reden wir erst einmal mit der Besitzerin vom Accessoireladen. Oh, hallo Roxas. Situationskommandos tauchen bei den verschiedensten Gelegenheiten auf, erweisen sich als äußerst nützlich. Benutze sie, wann immer es geht und... Oh, jetzt hab ich schon wieder Husten. Das gibt's doch nicht. Entschuldigt, Leute. Ich muss mal zum Äußersten greifen. Eigentlich wollte ich das nicht, aber ich muss einen Schluck trinken. Oh, meine Stimme. Gut, dass ich mir noch eine frische Flasche grünen Tee hingestellt habe. Oh, du bist es, Roxas. Bitte enttäusch mich nicht. Du warst immer einer meiner liebsten Kunden. Ich bin kein Dieb. Na gut. Es ist gar nicht lustig, wenn alle plötzlich einen verdächtigen. Dann musst du einen Weg finden, deinen Namen reinzuwaschen. Die Frau vom Süßigkeitenladen ist auch ziemlich enttäuscht von dir. Nein, nicht die Süßigkeiten, nicht der Süßigkeitenladen. Oh, das gibt's doch nicht. Roxas, hast du meine Katze irgendwo gesehen? Ja, sie sitzt auf dem Dach. Bewege die Kamera mit dem rechten Stick. Drücke R3, um sie in ihre Ausgangsposition zu bringen. Das heißt, drück den Analogstick einmal runter. Drücke R1, um bestimmte Dinge anzuvisieren. Ja, ich weiß, lock on. Das ist jetzt im Übrigen so dieses nette kleine Tutorial, das man am Anfang jedes Kingdom Hearts einfach mal hat. Aber ich finde es hier sehr liebevoll dargestellt in Twilight Town. Besonders, wenn man dann auch noch diese wunderschöne, neue, reorchestrierte Musik von Twilight Town hört und alles. Richtig toll. Das Anvisieren hilft dir, ja, Dinge anzuvisieren, damit du Dinge wiederfindest. Vielen Dank, Roxas. Ist Ihnen auch etwas gestohlen worden? Aber ja, doch etwas, das mir sehr wichtig ist. Ich versichere Ihnen, wir waren das nicht. Ich glaube euch. Das ist sehr nett, danke. Was hat man Ihnen denn gestohlen? Mein... Kein Wort kommt aus Ihren Lippen. Mein wertvolles... Das unaussprechliche Etwas. Sieht so aus, als würde jemand überall das unaussprechliche Etwas stehlen. Und ja, ich weiß, es gibt irgendwelche lustigen Verunstaltungen dieses Bereiches, also vom Bereich dieses Spiels, wo dann Leute gewisse sekundäre Geschlechtsmerkmale in diese Lücke einfügen oder sowas. Ich finde das zwar äußerst lustig, aber das ist hier nicht angebracht, finde ich. Und nicht nur das unaussprechliche Etwas, sondern auch das Wort an sich. Das ist kein normaler Dieb. Ob Seifer irgendetwas über die Sache weiß? Wir sollten mal mit ihm reden. Los, auf zum Turnierplatz. Ja, ja, wir dürfen jetzt ein wenig durch Twilight Town laufen. Ach, ist das schön. Tja, ja, wo landen wir jetzt wohl? Wenn es mal laden würde. Ah. Thieves. That was low, you know? Oh yeah? Nice comeback there, Blondie. What'd you say? You can give us back the... now. Yeah, you're the only ones who would take it, you know? That was undeniable proof that we totally owned you, lamers. So what did you do? Burn it? Huh. Not that we need some... to prove that you're losers. Replay. Now you're talking. I guess if you get on your knees and beg, maybe I'll let it slide. Wirklich nicht sehr freundlich von dir, Seifer. So. Und jetzt wird's interessant. Wir kommen jetzt nämlich in das mehr oder weniger Kampftutorial. Gegen Seifer, ein Final Fantasy Charakter, soweit ich weiß. Ich glaube, die sind hier alle aus Final Fantasy. Ich weiß aber gerade nicht alle aus welchen. Also ich weiß, Moment, ich laufe mal kurz umher. Ich glaube, du bist aus Final Fantasy 9 und heißt Vivi. Ich bin mir nicht sicher. Du bist aus Final Fantasy 8, das wurde mir gesagt. Und euch beide, ich weiß, dass ihr aus Final Fantasy seid, aber ich kann euch nicht zuordnen. So, wir haben jetzt die nette Wahl zwischen drei blauen Schlägern. Wir können hier die Waffe aufheben. Das sieht fast wie ein Stab aus. Du kannst damit ungewöhnliche Attacken ausführen. Den ungewöhnlichen Attacken den Vorzug geben? Nee, ich nehme was anderes. Das ist jetzt so ähnlich wie die Wahl in Kingdom Hearts 1. Ich weiß gar nicht mehr, ob sich das darauf auswirkte. Moment. Ein Knüppel, wie er in Struggle-Kämpfen verwendet wird, er ist leicht und lässt sich gut schwingen. Der Offensive den Vorzug geben? Nein, ich nehme was anderes. Waffe aufheben. Dieser Knüppel sieht wie ein Schwert aus und hat einen Handschutz. Das schützt einen gut gegen Angriffe. Der Defensive den Vorzug geben? Nein, ich nehme was anderes. Das ist genau das Richtige. Ah. Stimmt, das hat irgendwie die Werte beeinflusst. Ich weiß aber gerade nicht mehr wie... Ah, verdammt, ich hab's vergessen. Oh mein Gott, ich bin gerade so aufgeregt, ich hab's vergessen. Fuck. Das hätte ich nochmal nachsehen müssen. Ach, was soll's, wählen wir das random aus. Nein, ich nehme den... Genau, ich mach's wie in Kingdom Hearts 1. Ich nehme das Schwert. Genau. Ja, das ist genau das Richtige. Deine Kampfmoral hat sich verbessert. Angriffskraft +1. Also ich bin mir nicht mehr sicher, ob es sich auf die Skills ausgewirkt hat. Ich weiß auf jeden Fall, dass es, ja, dass es sich zumindest auf die Kampfmoral und so weiter ausgewirkt hat. Und ich hab's vergessen. Wie kann man das vergessen? Die blaue Leiste in der unteren Ecke ist deine MP-Leiste, die grüne Leiste ist die HP-Leiste. Und ja, das hat man sehr im Gegensatz zu Kingdom Hearts 1 abgeändert. Ich finde aber, es sieht sogar ein bisschen besser aus. Wenn du dich einem Ziel näherst, erscheint eine gelbfarbene Markierung. Drücke X, um anzugreifen. Geh zu Seifer und bekämpfe ihn! Und mit R1 können wir natürlich anvisieren. Das ist ja, ursprünglich hat ja Kingdom Hearts 1.5 das gleiche Gameplay gehabt wie Kingdom Hearts 2. Aber Kingdom Hearts 2 Final Mix hier in 2.5 hat jetzt das gleiche Gameplay wie das originale Kingdom Hearts 2. Das bedeutet, seit Kingdom Hearts Final Mix ist es das gleiche Gameplay. Außer in Recom halt mit diesen Abänderungen, weil Recom-Karten, ne? Nachdem du einen Gegner mit einem Angriff getroffen hast, setze deine Attacke fort, um mächtige Kombos auszulösen. Drücke X in schneller Folge. Kontere die Attacken eines Gegners mit deiner eigenen, um sie zu parieren und wirkungslos verpuffen zu lassen. Diese Aktion ist auch als Verteidigungsstrategie sehr nützlich. Oder man verteidigt. Provozier mich ruhig weiter, dann hau ich dich erst recht. Im Übrigen, verteidigen, ach, geht noch gar nicht. So. 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 Also, wir können auf jeden Fall ziemlich gut mit Roxas zuhauen. Und wir müssen als allererstes Cypher besiegen, was wir auch sehr gut geschafft haben. Wir haben dem Rüpel eins auf die Ömme gegeben. Aha. Ah, Pence macht ein Foto. Hä? Was war das denn? Was ist denn das? Verrückt. Also, wir sind jetzt dem seltsam aussehenden Dieb in einen Wald gefolgt. Einen dunklen, finsteren Wald. Ja, und in diesem Waldstück müssen wir jetzt diesem silbrigen, sich durch die Gegend schlängelnden Viech hinterher. In Richtung... Kennen wir diesen Ort nicht? Diesen Ort kennen wir doch, den haben wir doch schon mal irgendwo gesehen, oder nicht? Zumindest diejenigen, die bei mir Recon gesehen haben. Ja, ja. Hier sind wir vor dem alten Herrenhaus. Und ich denke mal, hier können wir uns den Dieb doch einfach mal packen. Wir haben euch erwartet, Meister. Hä? Ja, ich bin genauso verwirrt wie Roxas. Und, das Ding scheint nicht gerade sehr freundlich zu sein. Kämpfe gegen diesen mysteriösen Gegner. Mit Freuden. Und, da war gerade ein sehr wichtiges Kommando. Das Stellungsspiel. Allerdings, wir scheinen den Gegner nicht wirklich zu treffen, aber eher uns. Er uns sogar ziemlich heftig. Nee, wir können ihn nicht treffen. Egal, was wir machen. Huh? Was passiert denn jetzt? Der Königsanhänger. Wieso hat er den Königsanhänger? Hm. Besiege den mysteriösen Gegner. Schön, wie das auch nochmal so leicht in der Ego-Perspektive gezeigt wurde. Jedenfalls, wir als Roxas haben jetzt ein Schlüsselschwert und können ihn hauen. Den bösen, bösen Gegner. Allerdings, ich kommentiere das hier leicht blind, also nicht wundern. Gehe nah ran, um Kugeln aufzusammeln, die Gegner fallen lassen, nachdem sie besiegt wurden. Ja, das kennen wir doch. Gelbe Geldkugeln bringen Taler, grüne Kugeln laden die HP wieder auf. Und ja, damit haben wir unseren ersten kleinen Gegner erledigt. Und, was ist denn das? Oh, das Schlüsselschwert verschwindet auch wieder in einer Art von Datenstrom. Tja. Wir haben wohl unsere Fotos wieder. What's this? I was his first customer after he took over the shop. So we took a picture together. It's a really nice photo. Oh. Hey, you just said photo. So, Roxas, tell us about the picture thief. Not much to say. The pictures were just lying there. Then how do we prove we weren't the ones who took them? It's a girl. You look happy, Roxas. Do not. So, anybody else notice that all the stolen pictures are of Roxas? Oh, so that's why everyone thought it was us. And Seifer didn't go on accusing us after all. Are they really all of me? Yep. See? Huh. Ist ja seltsam. Right? Every single one. Wouldn't it be weird if the thief wanted to steal the real Roxas or something? Come on, get serious. Why would anyone want to steal a bonehead like Roxas? Oh, thanks. Tja, ja. Was ist denn jetzt? Where am I? Who's there? Who are you? Restoration at 12%. Aha, und was ist das jetzt? Immer mysteriöser. They found us. But why would the nobody steal photographs? Both are nothing but data to them. The fools could never tell the difference. We are running out of time. Naminé must make haste. Where am I? What happened to my home? My island? Riku! Kai... Who are you? They will come at you out of nowhere, as long as you continue to wield the Keyblade. Nett, die ganzen KH1-Szenen. Lang ist es her. We can go to other worlds on our vessel. Sora, go with them, especially if you want to find your friends. Name's Goofy. I'm Sora. I'll go with you guys. The Heartless have great fear of the Keyblade. That's right. The Keyblade. So, this is the key. But the boy is a problem. He found one of the keyholes. Ja, ja, all die schönen, guten alten KH1-Szenen. Keyblade? Und da sind wir wieder mit Roxas am zweiten Tag. Alles sehr mysteriös. Wie er von KH1 träumt. Hm? Das ist ein Stock, Roxas. What was that about? Oh. Hm? Oh. Sorry about that. Thanks. Do you guys think we'll always be together like this? I sure hope so. Huh? Where did that come from? Well, you know, just thinking out loud. Well, I doubt we could be together forever. But isn't that what growing up's all about? What's important isn't how often we see each other, but how often we think about each other. Right? No. Get that off a fortune cookie? That's it. No more ice cream for you. Oh. He's turning out to be a drag. Maybe because of yesterday's memory thief. Nuh-uh. You know what it is? We don't want summer vacation to be over. That's all. So, how about this? We all go to the beach. Why do we go to the beach? Because we haven't gone once this entire vacation. Blue seas, blue skies. Let's just get on the train and go. No? Oh, come on. Maybe you forgot, but we're broke. Maybe you forgot. Oh, das ist schlecht. Tja, ja. Wir sind jetzt am zweiten Tag mit Roxas. Gehe zu dem Licht, damit das Situationskommando Speichern auftaucht. Drücke Dreieck, um das Speichermenü aufzurufen, wo du das Spiel speichern kannst. Ja. Das bedeutet, wir dürfen jetzt das erste Mal abspeichern. Und das ist auch eigentlich dieser Punkt, wo ich den Part dann beenden werde. Wir sind jetzt in folgender Situation. Wir sind Roxas in einem völlig friedlichen Twilight Town. Und hier in diesem völlig friedlichen Twilight Town sind wir mit unseren drei Freunden Hayner, Pence und Olette auf dem Weg Richtung Strand, denn wir möchten unbedingt dahin fahren. Allerdings, wir sind komplett pleite und die Sommerferien sind bald zu Ende. Nicht gerade sehr gute Voraussetzungen. Nun denn, dann speichern wir. Wir erstellen zum ersten Mal einen neuen Speicherstand. Im Treffpunkt. Oder im Englischen auch genannt The Usual Spot. Und hier würde ich sagen, lese ich noch kurz den Abschnitt hier. Es gibt noch viele andere Speicherpunkte neben diesem hier. Nutze sie oft. Sie laden unter anderem deine HP wieder auf. Oh mein Gott! Sie haben hier wieder HP hingeschrieben! Oh mein Gott, ist das geil! Okay, das freut mich gerade und... Ach, ich habe ja vergessen, das... Beeil dich, Roxas! Ja, ja, ich beeil mich ja schon. Eigentlich wollte ich den Part jetzt beenden, aber... Man hat mich nochmal unterbrochen. Gemeinheit. Na gut, machen wir ihn noch ein bisschen länger. Auf zur Einkaufspromenade. Aber gerne doch. So, was erhalten wir jetzt? Die Karte von Twilight Town, eine Karte der Umgebung. Und ja, wir haben jetzt Karten. Das ist so toll, dass wir Karten haben. Anhöhe, Turnierplatz. So. Wir sind jetzt unterwegs mit unserem netten kleinen Sorgeschläger und... Oh mein Gott, seht ihr diesen kleinen Sonneneffekt? Hier, wenn ihr hier steht und wenn ihr nach hier schwenkt. Oh, das sieht so toll aus. Einfach nur fantastisch gemacht, dass man das sehen kann. Und ja, alle warten auf der Einkaufspromenade. Was ist hier? Sperrmüll bitte zum Müllabladeplatz am Tramforum bringen. Ich weiß. Möge der Struggle beginnen. Und nicht nur das, wir haben hier auch noch etwas anderes. Ein Skateboard! Denn Roxas ist ziemlich gut mit dem Skateboard. Wir können Skateboard fahren. Nun gut, bevor ich jetzt allerdings den Part wirklich zu lang mache, beende ich ihn jetzt gleich. Das gerade eben war auch nur ein kleiner Trick, um euch so ein bisschen zu ärgern. Und ich werde es genießen, die nächsten Parts als Roxas zu spielen. Wirklich genießen. Ich mag das Tutorial von KH2 sehr. In diesem Sinne hoffe ich, euch gefällt es genauso wie mir. Und ich würde sagen, sehr bald werden wir dann zum nächsten Part aufbrechen. In diesem Sinne, bis dann, Leute. Bye, bye!